Hey Leute, wie geht's euch? Herzlich willkommen zur neuen Part von Star Wars Battlefront 1. Heute werden wir zusammen Bespin angreifen und ich wünsche euch sehr viel Spaß. Dieser Planet ist richtig geil, obwohl das gar nicht ein Planet ist, sondern das ist eine Plattform. Und diese Schlacht, boah, ich freue mich schon richtig. Hier sind so viele Sachen aus dem Film und ich wünsche euch einfach viel Spaß. Lehnt euch zurück und es kann losgehen. Hier kommt der Lando Calrissian her. Oder Calrissian, was auch immer. Das ist der Kumpel von Han Solo. Ob wir mit ihm spielen können, das wird sich heute herausstellen. Ich vermute mal nicht. Das macht aber nichts, denn wir können mit den Rebellen spielen. Und das reicht mir schon vollkommen aus. Denn ich bin so einer, der richtig gerne mit den Rebellen spielt. Allein die Tatsache, dass wir hier mit Piloten spielen können. Und auch mit Wookies. Aber ich spiele generell kaum mit den Wookies. Denn ich mag einfach nicht so die langsamen Truppen. Ich bin so einer, der so schnelle Truppen spielt, die so schnell in den Angriff kommen, die schnell so den Gegner besiegen können. Das sind eher so meine Truppen, mit denen ich richtig gerne spiele. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, Freunde, zieht hier wirklich das Ding durch und ballert hier wirklich durch den Gang. Denn wenn die erstmal unseren Command-Posten erobert haben, können die von hier oben überall hinschießen und das darf auf jeden Fall nicht passieren. Deswegen werden wir erstmal hier die oberen Etagen erobern und dann werden wir nach unten gehen, denn die haben 50 Command-Posten mehr als wir und dann müssen wir extrem aufpassen. Also das wird keine einfache Schlacht, Freunde. Drückt mir da die Daumen. Wow, da ist noch ein Stormtrooper. Wow, du darfst mich nicht erwischen. Wir müssen hier gewinnen. Wir dürfen die anderen nicht im Stich lassen. Ich vermute mal, dass wir Han Solo befreien. Also, das wäre realistisch, dass wir zu Hilfe kommen. Aber mal schauen. Okay, da sind auch noch ein paar. 216 sind noch von den Gegnern da. Ich kann auch hochspringen. Wie hoch der eigentlich springen kann, ist echt nicht schlecht für einen Rebell, der irgendwie ein Kilo, der 10 Kilo Gepäck auf sich drauf hat. So, okay. Dich kriege ich auch noch. Ich kann auch meine Waffe wechseln. Und zwar muss sie einfach nur scrollen. Dann klappt das. Würde ich euch aber nicht empfehlen. Nur in Notsituationen, wo ihr denkt, oh Mist, ich muss jetzt nachladen, dann wechsle ich schnell die Waffe. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Aber ansonsten würde ich das eher vermeiden. Und lieber in Deckung gehen. Wieder nachladen und dann wieder angreifen. Also das kann man machen, würde ich euch sogar auch empfehlen. So ein kleiner Drago-Tipp von mir, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, da sind wieder die anderen. Ich werf mal eine Granate rein. Bam. Da hinten auch noch eine. Und wirft immer Granaten. Das kann die so verwirren. Dann springen die durch die Gegend und haben keinen Plan, was sie tun müssen. Aber die Stormtroopers, die sind sehr hartnäckig. Ich werde mal jetzt hier mit dem Piloten spielen. Der Pilot ist einer meiner Lieblingsklassen. Weil der hat eine Shotgun und mit der können wir auch wieder mega viel Schaden anrichten hier so. Kommt mal mit, Freunde. So, das war ein Shock Trooper. Oder, ja, ich glaube, das war kein Shock Trooper. Das war ein Dark Trooper. Die Dark Troopers, die können... Oh, war ja Mist. Ich muss mal kurz dafür sorgen, dass ich hier den Trank aufhebe. Okay. Drückt mir die Daumen, Freunde. Ist gar nicht so einfach. Ich habe keine Granaten. Ich habe nur so eine Shotgun. Die ist aber nicht sehr, sehr gut gegen Fernschüsse. Oder für Fernschüsse. Da muss ich näher rangehen. So, okay. Für die Rebellen. Klappt aber nicht immer. Aber ich habe das Gefühl, dass wir diese Schlacht gewinnen werden. Weil wir haben mehr Command-Posten. Wir haben 4 Command-Posten. Und die Rebellen, die zeigen es echt. Und das Imperium hat 2. Also sind wir im Vorsprung. Wow, wo kommt der denn her? Ist gar nicht so einfach. So. Dann erobern wir am besten mal hier den Command-Posten. Ich stelle mich mal in die Mitte. Oder hier in der Seite. Da habe ich nämlich den besten Überblick. Gut, dass Wookies mit dabei sind.
Das sind richtige Tiere. Die kann man 10-mal abschießen und die sterben einfach nicht. Schaut mal, der stirbt immer noch nicht. Hier, schaut mal. Der ist immer noch am Leben. Der hat einfach so viel Energie, dieser Wookie. Okay, da war gerade ein Dark Trooper. Habt ihr den auch gesehen? Das sind die Einheiten, vor denen wir uns hier in Acht nehmen müssen. Und es geht runter. Den Gang runter. Ich verstecke mich mal hier hinter. Und arbeite mich mal hier auf der anderen Seite durch. Okay. Das Ding ist, was ich geil finde, die schauen alle nach oben jetzt. Und die haben überhaupt keine Ahnung, dass jetzt auch von unten welche kommen. Die werden von jeder Seite angegriffen, die Stormtroopers. Das ist ein mega großer Vorteil für uns. Denn die haben einfach keinen Plan, wo was sich abspielt. Okay, den haben wir gut erwischt. Zwei auf einmal. Deswegen, versteckt euch immer hinter diesen Säulen. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Aber ihr dürft auch nicht zu krass in die Offensive gehen. Spielt am besten hier mit euren Freunden, mit euren Rebellenfreunden vor. Lädt die am besten ein und sagt, follow me, hilft mir. Und dann holt der Stein auch von selber. So, da sind noch zwei. Werf mal eine Granate dahin. Ich kann hier auch einfach runterspringen. Ich verliere ein bisschen Leben, aber das passt schon. Ist alles okay. Okay, da wurde ich gerade erwischt. Macht nichts. Okay, ich spiele mal wieder mit der Pilotenklasse. Und spawn hier. Hier kann ich nämlich direkt runtergehen. Aber mit dem würde ich da jetzt nicht wieder runterspringen. Der bricht sich seine Beine. Das ist keine gute Idee. Follow me. Okay. Gut, dass ich keine Granaten wieder habe. Das ist so ein kleiner Nachteil mit dem Piloten. Vielleicht war es gar kein... Vielleicht spiele ich danach wieder mit dem normalen Soldat. Vielleicht ist das besser. Wir schauen einfach mal. Hier, ich kann sogar hier in den Turret reingehen. Aber ich musste irgendwie rüberspringen können. So, schaut euch dieses Ding an. Wow. Da muss ich extrem aufpassen. Ich gehe mal am besten hier wieder hoch. Dem noch 13. Verfolgt mich mal. Dich kriege ich. Dich kriege ich. Keine Sorge. Ich krieg dich schon. Okay. Und da bin ich wieder tot. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall, dass ich wieder sterbe. So. Die Rebellen haben so gut wie gewonnen. Die haben noch 3 Einheiten. Ich will auf jeden Fall noch einen umbringen. Wo sind die bloß? Da ist noch einer. Das ist, glaube ich, der letzte. Komm, ich krieg dich. Ich krieg dich. Wo will er hin? Wo will er hin? Ich triff ihn nicht. Komm. Ja, ich habe ihn getroffen. Das war mein Kill. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Im nächsten Part werden wir dann mit Raumschiffen fliegen. Und ob das geil wird, das werden wir herausfinden. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.